Dann starte ich mal meine Bildschirmfreigabe und ich hoffe, Sie können genau das Gleiche sehen wie ich, nämlich unser Thema Wiederankommen in der Kita. Das ist das, wozu ich mich heute äußere, wozu ich mir auch schon lange Gedanken gemacht habe und wozu ich jetzt ein ganzes Jahr Zeit hatte, auch zu recherchieren und zu lesen und von klugen Köpfen Zitate zu sammeln. Der Fahrplan für das, was wir jetzt gleich uns Pi mal darum 45 Minuten anhören, wird erstmal sein, dass wir den ganz kurzen Status quo uns angucken. Also die Kinder sind in den Kitas, sind die Kinder nicht in den Kitas, waren die Kinder in den Kitas, waren die Kinder nicht in den Kitas? Da habe ich ein paar Zahlen für Sie. Viele von Ihnen werden das alles auch schon wissen. Und trotzdem finde ich das immer ganz gut, um überhaupt einzusteigen in das Thema. Es geht ums Wiederankommen. Da müssen wir uns erstmal fragen, kommen überhaupt alle Kinder wieder an oder waren nicht eigentlich ein Großteil der Kinder schon da? Und wie war die Situation eigentlich in Deutschland so in dem letzten Jahr? Und womit haben wir jetzt gerade zu kämpfen? Wir haben, das kann ich schon mal zwischendurch erzählen, als wir gerade eine halbe Stunde vorher noch in der Organisation der Veranstaltung waren, ging über den Berlin-Ticker eine neue Nachricht ein, dass in Berlin schon wieder Einrichtungen und Schulen geschlossen werden aufgrund von Corona. Das heißt, wir stecken eigentlich noch mittendrin und sind mehr als nur dabei. Dann gucken wir kurz auf die Situation der Kinder und der Familien. Wie ist es eigentlich für die Kinder? Was wissen wir da mittlerweile auch drüber? Wie ist es eigentlich für die Familien jetzt nach gut einem Jahr Corona? Wie fühlt es sich für die Familien an? Und dann habe ich einige Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis, nämlich Schlussfolgerungen für die Kinder, für die Familien, für die Kolleginnen. Und keine Angst, das wird den Hauptteil dieses Vortrages ausmachen, weil das ist ehrlich gesagt auch das, was als Rückfrage häufig bei uns auch im Institut ankommt, die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich in diesen Situationen? Wie können wir denn da die Familien und Kinder gut unterstützen? Und ich habe mir überlegt, eigentlich ist es ein unüblicher Start. Wir in der Pädagogik haben seit jeher und seit Jahren eigentlich die Doktrin, dass wir sagen, wir gucken nicht defizitär rauf, wir schauen nicht, was nicht geht, wir wollen doch gucken, was geht. Und trotzdem fange ich unüblich an und sage, heute geht es nicht um die Frage, ob alle Kitas geöffnet oder geschlossen werden sollten oder nicht. Das ist eine politische Frage, eine bildungspolitische Frage. Ach hey, und wenn ich anfange, mich dazu zu äußern, dann habe ich 45 Minuten Politik. Ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist heute, sondern es geht um Kita-Praxis. Ja, und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht in politischen Schuhen stecke und das entscheiden muss, ob Kitas aufgehen oder nicht. Gott sei Dank bin ich nur die Referentin, die schlaue Sachen liest und manchmal hin und wieder auch was schreibt. Es geht heute auch nicht um die Frage, wie Eingewöhnung im Allgemeinen gelingen kann. Dazu gibt es ja diesen wunderbaren Vortrag von Professor Dr. Dreyer hier, die auch schon in dieser Vortragsreihe sich dazu geäußert hat, wie Eingewöhnung unter Corona gelingen kann. Ich meine, es war am 15. September, wenn ich mich nicht irre, denn ich habe mir den auch auf YouTube schon angeguckt und fand ihn toll. Und auch da gibt es schon Expertise. Ich werde in 2, 3 Sätzen mich darauf beziehen, aber ganz klar werden wir Eingewöhnung als konkreten Aspekt nicht so genau beleuchten heute. Und einige von Ihnen sind jetzt vielleicht gleich enttäuscht, aber es geht auch nicht um die Frage, wie wir traumapädagogisch arbeiten können. Ja, immer wieder wird auch die Frage an mich herangetragen, was machen wir eigentlich, wenn die Kinder jetzt auch Situationen zu Hause erlebt haben, die unschön für sie waren, wo es ihnen nicht so gut ging? Wie können wir darauf Bezug nehmen? Wie können wir die Kinder unterstützen? Was machen wir mit Kindern, die schon mal Traumata erlebt haben? Und da kann ich Ihnen nur sagen, das ist nochmal ein extra Aspekt, also traumapädagogische Begleitung. Da gibt es eine Menge Expertise von Menschen, die sich richtig professionell damit auskennen. Und alles, was ich dazu sagen könnte, wäre so halbgares pädagogisches Wissen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Aber was machen wir denn dann heute überhaupt, wenn Sie sich fragen? Ja, wir gucken mit dem Fokus auf die Kinder. Vielmehr geht es nämlich um die Frage, wie können wir die Kinder und die Familien in diesen schwierigen und abstrakten Zeiten doch immer noch gut begleiten und das in den Kitas? Wie können wir den Spagat hinbekommen zwischen den Kindern und Familien, die die ganze Zeit da waren und die aufgrund von Systemrelevanz und aus anderen Gründen in den Kitas weiterhin betreut wurden und gleichzeitig aber auch Rücksicht nehmen auf die
Kinder, die jetzt wieder in den Kitas ankommen, ja, die jetzt sozusagen lange Zeit zu Hause waren, wie kriegen wir diesen Spagat hin? Und auch interessant bei der Frage ist ja, wie können jetzt Kolleginnen gut miteinander arbeiten? Es gab zahlreiche Kolleginnen, die waren zu Hause mit den Kindern, aber es gab auch ungleich viele Menschen, die trotzdem weiter arbeiten waren in den Kitas, in den Häusern, die auch der Gefahr ausgesetzt waren, die auch gesagt haben, nix da, ich habe nicht frei, ich bin trotzdem weiter arbeiten und meine Kinder sind zu Hause, müssen auch begleitet werden. Und das tut auch nicht immer den Teams besonders gut, wenn nicht drüber gesprochen wird. Und deswegen werden wir diesen Aspekt uns heute auch anschauen. Aber fangen wir mal an mit dem Status quo. Also Kinder in den Kitas, Kinder nicht in den Kitas. Wie war denn das eigentlich so gleich in dem letzten Jahr? Und wir können schon mal feststellen, ja, die Situation im bundesdeutschen Gebiet war sehr, sehr unterschiedlich in den Kindertagesstätten und der Tagespflege. Schwierig war das, das eine, die tatsächliche Realität von den Medien etwas zu differenzieren. Denn in den Medien wurde kontinuierlich von Kitaschließungen und Schulschließungen gesprochen und gleichzeitig spiegelte das aber nicht unbedingt die Realität der Fachkräfte wider. Ich weiß das, weil wir unter anderem auch bei uns im Facebook-Channel von IndiePad haben wir unter anderem Hinweise nochmal gegeben auf unsere kostenlosen Angebote mit dem Hinweis, wenn ihr aber doch zu Hause seid, nutzt das doch. Und da waren einige Fachkräfte, die sich sehr angegriffen gefühlt haben von den Formulierungen, gesagt haben, wir sind nicht alle zu Hause, viele von uns sind arbeiten, die Kitas haben nicht alle zu, viele Kitas sind in der Notbetreuung und das wird der Situation überhaupt nicht gerecht zu sagen, die Fachkräfte sind alle zu Hause. Ich weiß das, wir wissen das auch und trotzdem war es so, dass es auch sehr unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesgebieten gab. Ja, also zum Beispiel im Land Brandenburg oder in Hessen gab es ja lediglich die Empfehlung an die Familien, die Kinder zu Hause zu lassen. Ja, in anderen Bundesländern hingegen gab es tatsächlich richtig die Abgrenzung, dass gesagt wurde, nein, die Kitas machen zu. Es gibt wirklich nur einen ganz knappen Notbetrieb und auch nur, wenn die Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Und das hat natürlich in dem letzten Jahr, das hat immer wieder Menschen verunsichert und auch verwirrt, das hat Eltern vor allen Dingen verwirrt und hat dazu geführt, dass auch viele Familien regelmäßig in den Kitas angerufen haben, weil sie nicht mehr verstanden haben, ab wann darf ich jetzt mein Kind eigentlich wohin bringen, wann ist eigentlich welche Einrichtung offen. Also der Überblick hat vielen Familien gefehlt, der Überblick hat auch zum Teil den Fachkräften gefehlt. Und das hat auf jeden Fall kein gutes Gefühl hinterlassen. Und ich habe Ihnen jetzt mal eine Grafik mitgebracht, ein paar Zahlen, denn seit Mitte Februar diesen Jahres, wohlgemerkt, öffneten ja die Kitas wieder zunehmend. Und ab 22. Februar diesen Jahres gab es ja auch die bundesweite Regelung einer vorsichtigen Lockerung in den Kitas. Und die Grafik, die Sie sehen, die ist aus der Corona-Kita-Studie. Dazu werde ich gleich nochmal was sagen. Und die haben ein Monitoring und eine Erfassung der Daten wöchentlich von ganz, ganz vielen beteiligten Kitas in Deutschland. Und da wird nochmal deutlich, die haben die Zahlen sozusagen verglichen, der Kinderbetreuung vor Corona und der Kindertagesbetreuung jetzt aktuell. Und zwar sind das immer aktuelle Wochendaten. Und die Daten, die Sie sehen, ist tatsächlich diese Woche, in der wir uns gerade befinden. Und aktuell haben wir im Alter von 0 bis 6 Jahren bundesweit, deswegen habe ich das eingekringelt, 66% der in den Kitas angemeldeten Kinder sind im Moment auch in den Kitas anwesend. Das heißt, wir haben ungefähr 34% der Kinder, die sind zwar in den Kitas gemeldet, sind aber gerade nicht vor Ort in den Kitas, sondern zu Hause. Jetzt werden Sie sagen, oha, das sind ja immer noch sehr viele und deswegen ist es ganz wichtig, auch auf den Vergleich zu gucken der Zeit vor Corona und da sehen Sie, das ist exakt dieselbe Anzahl der Kinder, die auch vor Corona schon zu Hause waren, denn wir müssen einfach davon ausgehen, dass Kinder auch allgemein krank werden, dass Kinder auch einfach mal, wenn die Eltern Urlaub haben, zu Hause bleiben, dass Kinder unterschiedliche Gründe haben oder Familien unterschiedliche Gründe haben, auch die Kinder mal nicht zu bringen, Geschwisterchen ist im Anmarsch oder die Eltern nehmen sich einfach auch mal Zeit. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen können wir also davon ausgehen, dass wir im Moment wieder eine Kindertagesbetreuung haben, die annähernd dem entspricht, was wir vor Corona auch hatten in den Kitas. So, das ist der aktuelle Wochenstand.
ja, von heute. Das kann nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen. Und die Corona-Kita-Studie, das ist eine Studie, die seit April 2020 zusammen vom DJI, vom Deutschen Jugendinstitut und vom Robert-Koch-Institut zusammengeführt wird unter Finanzierung vom Familienministerium und dem Gesundheitsministerium. Und die suchen sowie aus medizinischer als auch aus sozialwissenschaftlicher Sicht, was die Pandemie eigentlich für die Kitas und Tagespflege bedeutet, was das für Kinder und was das für Eltern und Familien bedeutet. Und das ist insofern ganz interessant, weil sie also sich nicht nur die Zahlen angucken, wer ist eigentlich gerade da und wer ist auch krank, sondern man kann auch dort ganz gut ablesen, was in dem letzten Jahr eigentlich passiert ist, wie viele Kitas waren denn eigentlich wirklich zu und daraus ableitend, wie viele Kinder waren denn eigentlich wirklich zu Hause und mussten zu Hause betreut werden. Und da sehen Sie auf dieser Grafik, das ist jetzt mal tatsächlich der gesamte Zeitraum der Corona-Pandemie. Und Sie sehen im ersten Lockdown, das sind die dunklen Balken, waren hauptsächlich Kitas, wenn geschlossen, dann gänzlich geschlossen. Und wir hatten weniger die Phänomene, dass einzelne Gruppen geschlossen worden sind, die Kita an sich aber weiterhin offen hatten. Das hat sich im zweiten Lockdown tatsächlich vollkommen verändert, denn Sie sehen die helleren Balken, das sind einzelne Gruppenschließungen, wenn also nicht die ganze Kita betroffen war und nicht die ganze Kita geschlossen war. Und Sie sehen, aha, einerseits hat im zweiten Lockdown die Anzahl der geschlossenen Kitas zugenommen, aber es hat auch die Anzahl der einzelnen Gruppenschließungen massiv zugenommen, weil nämlich tatsächlich viel, viel weniger ganze Kitas geschlossen waren, als uns medial verkauft worden ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, weil das auch bedeutet, wir müssen uns also Gedanken machen, über welche Anzahl von Kindern, über welche Größe sprechen wir hier eigentlich? Und Sie sehen, okay, also wir hatten sehr, sehr viele Gruppen, die immer mal wieder geschlossen waren. Und zwar immer nur so zeitweise. Das sind immer Wochen, die Sie sehen, einzelne Wochen sozusagen. Oder so 14-Tage-Trends. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wenn Gruppen geschlossen waren, trotzdem der normale Regel oder der Kita-Regelbetrieb trotzdem weiterlief, wenn auch unter Not. Regelungen zum Beispiel. So. Wie war jetzt aber die Situation der Kinder und der Familien? Wir haben jetzt also einmal auf die Zahlen geguckt und einmal auf die Kitas und auf das, was tatsächlich auch statistisch erfasst wurde. Wie war es denn jetzt für die Kinder? Und da muss man schon mal sagen, dass ganz, ganz häufig in den Medien auch kam, es ist für die Kinder ganz dramatisch, die Kinder vermissen ihre Freunde, den Kindern geht es ganz schlecht, die Kinder leiden sehr darunter, allein zu sein. Und gleichzeitig hat das Deutsche Jugendinstitut in ihrer Studie, und das sind jetzt Ergebnisse, Sie sehen das vom Februar diesen Jahres, also nach knapp 10 Monaten Studie und Erfassung von sehr, sehr vielen Kindern und Familien, die auch befragt worden sind, haben die befragten Eltern angegeben, dass ihre Kinder eigentlich ganz gut mit der Pandemie zurechtkommen. Und dass die Belastung und der Umgang mit der Corona-Pandemie eher bei den Familien selber, bei den Erwachsenen zu suchen ist, als bei den Kindern. Und das ist ganz, ganz spannend. Deswegen habe ich geschrieben, Vorsicht, Falle. Weil wir natürlich ganz vorsichtig und sehr differenziert darauf gucken müssen, ob diese Corona-Pandemie wirklich für alle Kinder so ein hochdramatischer Bruch ist, wie es sich für uns Erwachsene anfühlt. Denn das Problematische an der Corona-Situation für die Kinder ist viel weniger, dass wirklich die Kitas immer mal wieder offen oder geschlossen waren, sondern viel interessanter ist der Blick, den die Kinder auf uns Erwachsene dabei haben. Also wie Erwachsene uns in dieser Situation geschlagen haben, wie wir Erwachsene mit dieser Situation umgegangen sind. Und das war natürlich sehr, sehr unterschiedlich, ja. Von Familien, die gesagt haben, na gut, wir schauen, was geht. Es waren auch häufig Familien mit vielen Ressourcen. Das darf man nicht vergessen an der Stelle, dass wir auch über Ressourcen sprechen an der Stelle. Und es gab Familien, die gesagt haben, Oberkante, Unterlippe, ich kann nicht mehr. Und Kinder aufgrund der Belastung der Familien, die wirklich ganz dünnhäutig geworden sind, plötzlich auch dünnhäutig geworden sind. Der Kinder- und Jugendpsychiater, Dr.
Michael Schulte-Markwort. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der hat im letzten Jahr noch im NDR ein Fernsehinterview gegeben. Ich finde, das lohnt sich sehr. Das können Sie sich auch gern angucken. Die Quelle steht ja unten drunter. Und der hat unter anderem in diesem Interview gesagt, im Grunde sind das erstmal so Vorannahmen, die wir haben, dass wir sagen, ah, die Kinder leiden total unter dieser ganzen Corona-Pandemie. Das kann man so nicht sagen, sondern er hat festgestellt, je jünger die Kinder sind, desto weniger bedrohlich ist die Situation für sie, weil sie sich ja kaum an eine Zeit vorher erinnern. Und das fand ich ganz spannend, er hat gesagt, Kinder sind so flexibel, dass sie sich an ganz viele Situationen anpassen können, leichter anpassen, als Erwachsene das können. An vielen Stellen. Hat unterschiedliche Gründe. Das ist ja in der Entwicklungspsychologie der Kinder zu suchen. Ich will da gar nicht so tief einsteigen. Ich fand es nur ganz spannend zu lesen, wie aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus, aus einer psychologischen Perspektive heraus nochmal auch die Fachreferenten sich geäußert haben und gesagt haben, sowohl das DJI als Jugend, als Corona-Kita-Studienersteller, als auch Professor Dr. Schulte-Markwort, sind das alles Referenzen, die sagen, wir müssen differenziert auf einzelne Kinder gucken und können auf gar keinen Fall behaupten, alle Kinder haben unter der Pandemie total gelitten. Man muss aber dazu sagen, wir sprechen über Kita-Kinder. Wir reden nicht über Schulkinder an der Stelle. Für die Schulkinder gestaltet sich die Situation tatsächlich anders, weil die Schulkinder ja auch in unterschiedlichen Kommunen, aber auch schon mit Maske, auch schon nicht andere Freunde treffen konnten. Das war bei Kita-Kindern teilweise noch mal ein bisschen anders, weil die Schulkinder ja eine ganz andere Belastung hatten, weil sie auch lernen mussten, weil sie Arbeiten erbringen mussten. Das ist natürlich bei Kita-Kindern ungleich einfacher. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch hierzu das Alter zu differenzieren, zu sagen, wir reden im Moment über Kita-Kinder, wir reden nicht über Schulkinder. Und schon gar nicht über Teenager. Das ist sozusagen die selten benannte Gruppe derjenigen, der jungen Menschen, die wirklich massiv unter Corona gelitten haben. Grundsätzlich ist, ich nenne es immer meine Top 5, meine Top 5, warum es aber dennoch total wichtig ist, dass die Kinder wieder in der Kita und der Kindertagespflege betreut sind. Ich verweise da übrigens über ein ganz großartiges Positionspapier der Professorinnen der Elise-Salomon-Hochschule in Berlin, die im April letzten Jahres aufgeschrieben haben, warum ist das so wichtig, dass Kinder trotzdem in die Kita gehen? Und ich beziehe mich darauf, habe das noch ein bisschen ergänzt. Und ganz wichtig ist natürlich Punkt 1, dass die Kinder gerade in der Kita auch ihre sozialen Kontakte haben und dass es nicht ausreicht, in Anführungszeichen nur zu Hause zu sein, die Eltern zu haben, die Familie zu haben, plus minus Geschwisterkinder. Das reicht als sozialen Kontakten häufig nicht aus, weil die Kinder unheimlich davon profitieren, dass sie mit vielen Kindern in Kontakt kommen, dass sie mit viel Diversität in Kontakt kommen, weil das Anregungen sind, weil das Momente sind, wo Kinder lernen können und wo sie sich ausprobieren können, wo sie ihre Grenzen feststellen können. Und die Familie kann das einfach nicht in dem Maße leisten, wie das Kita leisten kann. Zweitens, ganz wichtiger Punkt, wenn die Kinder wieder in die Kita oder in die Tagespflege gehen, ist das automatisch eine Entlastung für die Familien. Das dürfen wir an der Stelle nicht vergessen, wie belastet eigentlich Familien im Moment auch sind, wie belastet das, oder wie belastend es für viele Familien ist, wenn sie nebenbei arbeiten müssen, aus dem Homeoffice heraus oder in systemrelevanten Berufen. Und das heißt, sie müssen eben trotzdem die Wohnung, das Haus verlassen, müssen trotzdem arbeiten gehen. Die Kinder sind vielleicht nicht 8 Stunden betreut, sondern weniger. Das ist eine permanente Logistik, in der sich Familien im Moment befinden. Es ist auch ein permanenter Kraftakt, weil unglaublich viel mehr Aufwand dadurch entsteht. Wenn wir einfach nur mal gucken, was das plötzlich an mehr Geld kostet, die Kinder auch zu Hause zu versorgen und zu verpflegen. Ich weiß, dass das nicht bundesweit so ist, aber hier in Berlin war das ganz deutlich zu spüren, weil das Kita-Essen zum Beispiel oder die Versorgung der Kinder in den Schulen und in den Kitas kostenfrei ist. Und ab dem Moment, wo die Kinder aber nicht mehr in den Schulen und in den Kitas sind, müssen das die Eltern selber stemmen. Und automatisch merken es die Familien im Portemonnaie. Und da merken wir also auch eine finanzielle Entlastung für die Familie ist das, wenn das Kind tatsächlich wieder in der Einrichtung betreut wird.
Dann ist das so, und das fand ich sehr ausgezeichnet in diesem Positionspapier der ASH-Dozentinnen und Professorinnen, dass darauf hingewiesen worden ist, dass die Kinder, wenn sie in die Kita gehen, kommen, ist es besonders dann von Vorteil für die Kinder, die besonders vulnerabel sind, besonders schutzbedürftig sind und besonders benachteiligt sind. Also sprich Kinder, die zum Beispiel aus sehr prekären Lebenslagen kommen, also wo Armut ein großes Thema ist, wo die Kinder und die Familien nicht ausreichend Raum haben, um sich auch zurückzuziehen, um Rückzugsräume zu haben, um mal in den Garten oder ins Außengelände zu gehen. Viele Kolleginnen gehen immer davon aus, dann sollen die Leute in den Wald gehen. Aber häufig bedeutet es, in den Wald gehen zu können, dass ich auch die Infrastruktur dafür habe, dass ich die Möglichkeiten habe, dass ich ein Auto, ein Fahrrad oder ein Busticket habe. Und das ist nicht immer gegeben. Dann gibt es Punkt 4 der Top 5. Warum ist es wichtig? Ja, in der Kita, das hat das Bundesprojekt der Sprachkitas sehr, sehr eindrücklich bewiesen, dass gerade in den Kitas auch sehr viel Sprachanregung passiert, dass durch diese alltagsintegrierte sprachliche Bildung, die forciert wird, die in den Fokus genommen wird, die begleitet wird von den Fachkräften, sind die Kinder auch sprachlich angeregter, bekommen auch ein Sprachbad geliefert, in dem sie sich bewegen können. Und das führt natürlich dazu, dass die Kinder mit ganz anderen Impulsen konfrontiert sind und nach Hause gehen. Und der letzte Punkt ist, und das brauche ich Ihnen gar nicht sagen, es geht natürlich dabei auch um den Kinderschutz. Natürlich macht es einen Unterschied, ob die Kinder in der Einrichtung sind oder zu Hause. Familien sind dünnhäutiger geworden. Die Situation in den Familien ist zum Teil schwieriger geworden. Eltern sind belasteter. Und das kann auch dazu führen, dass unreflektiert Dinge geäußert werden, unreflektiert die Stimme lauter wird, unreflektiert vielleicht auch Sachen gemacht werden, wo Eltern sich hinterher schämen oder auch bereuen und sagen, das war aus der Not heraus, weil ich nicht mehr weiter konnte. Und das hebeln wir natürlich ein bisschen aus, wenn wir sagen, die Kinder kommen wieder in die Einrichtung. Was ich Ihnen ja jetzt gesagt habe, die Belastung, die Realbelastung der Familien war und ist weiterhin hoch. Das müssen wir uns auch sagen. Die Corona-Situation ist ja noch nicht vorbei. Die Pandemie ist ja am Laufen. Ich will jetzt gar keine Hypothese abstellen, in welcher Welle wir uns gerade befinden, aber wir sind damit noch nicht durch. Und interessant ist, dass von Beginn an, Sie sehen jetzt hier Veröffentlichungen und Texte, ich habe mal so ein paar Artikel, die mich sehr beschäftigt haben, zusammengetragen. Das ist noch vom Mai und April letzten Jahres. Ich habe auch viel gelesen diesen Jahres. Zwischendurch wollte ich gar nicht mehr lesen, weil ich dachte, ich kann es nicht mehr hören. Und nichtsdestotrotz wissen wir, dass viele, viele Familien wirklich am Limit sind, dass viele Familien gesagt haben, bitte, bitte, bitte nur einen Tag Betreuung in der Woche, das würde schon reichen, damit wir mal Luft holen können voneinander. Und das allein zeigt natürlich auch, dass die Situation, auch wenn ich eingangs gesagt habe, dass das DJI feststellt, die Kinder leiden nicht so sehr darunter, wie wir erst mal angenommen haben, ist es aber ein hoher Druck für die Familien und die Eltern. Und den müssen wir auf jeden Fall abbauen. Jetzt komme ich zu dem eigentlich ganz spannenderen Teil eigentlich dieses Vortrags, nämlich zu den Fragen, wie kann denn jetzt ein Wiederankommen in der Kita gelingen? Was sind denn das für Schlussfolgerungen für die Praxis, die wir daraus ziehen können? Denn zu all dem, was ich gesagt habe, könnte ich noch stundenlang reden. Aber viel spannender ist ja, was machen wir jetzt mit den Kindern, die wirklich zu Hause waren und jetzt neu ankommen? Und was machen wir mit den Kindern, die schon die ganze Zeit da waren, die also nicht wieder ankommen, sondern die einfach die ganze Zeit da waren. Und das heißt, wir müssen immer so ein bisschen zweigleisig fahren. Und in meinem Leben und dem, was sich bewährt hat, in der Arbeit und der fachlichen Beratung und Begleitung von Kitas und Jugendämtern, bin ich bisher in den letzten Jahren immer sehr gut gefahren mit meiner MacGyver-Strategie. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Superhelden noch kennen. In den 80er Jahren war der ganz bekannt mit seiner Sendung. Der war so eine Art Detektiv und hat Situationen gelöst mit ganz, ganz wenig Ressourcen, die er hatte. Also sprich mit einem Kugelschreiber, den er auseinandergebaut hat und letzten Resten in seiner Tasche. Und daraus hat er immer wie so eine Art Mini-Erfinder, Mini-
Detektiv kleine Sachen gebaut und irgendwie so große Fälle gelöst und Menschen gerettet. Das hat mich immer sehr beeindruckt als Kind. Und ich habe häufig den Teams auch gesagt, was wir brauchen, gerade in solchen Krisensituationen, das ist die sogenannte MacGyver-Strategie. Wir müssen um die Ecke denken. Wir müssen neue kreative Lösungen finden. Und das bedeutet aber Schritt eins, erstmal anzuerkennen, dass die Situation sich verändert hat in den Einrichtungen. Und zwar nicht nur jetzt für diesen Monat, für letzten Monat und für das letzte Jahr. Das, was uns gesellschaftlich passiert ist, wenn ich das mal so etwas reduziert sagen darf, das sind Situationen und Geschehnisse, die wir nicht wieder rückgängig machen werden können. Alles, was wir gelernt, alles, was wir gelebt haben, werden wir nicht wieder vergessen, werden die Kinder nicht wieder vergessen und wird nicht wieder rückzumachen sein. Und das heißt, über einen längeren Zeitraum hinweg wird sich das Leben, Erleben, die Erfahrungen und die Realität in den Kitas und in den Familien signifikant verändern. Und da wir im Moment noch mittendrin stecken, können wir noch nicht über Langzeitstudien wirklich darauf gucken, was es mit den Familien gemacht hat. Aber wir können jetzt schon absehen, dass es signifikante Veränderungen gab, auf die wir jetzt schon Rücksicht nehmen müssen. Ich sage nur Stichwort Digitalisierung. Das wird sich nicht einfach wieder verflüchtigen. Schritt zwei, wenn ich das anerkannt habe, dass es sich verändert hat und dass es auch nicht wieder einfach so weggehen wird, all diese Erkenntnisse, dann braucht es eine Überzeugung und eine Haltung, dass ich da drin auch etwas Positives entdecken kann. Also dass auch im Moment in dieser sehr schwierigen Situation in den Kitas, unter diesen sehr schwierigen Rahmenbedingungen, die bedeuten, dass wir unter pandemischen Bedingungen, unter besonderen hygienischen Bedingungen trotzdem arbeiten müssen, trotzdem pädagogisch arbeiten müssen, trotzdem Bildungsprozesse von Kindern begleiten müssen. Trotzdem Kinder anregen sollen zum Spielen, zum Erfahren, zum Explorieren. Das alles muss und soll ja weitergehen und das unter so engen, getakteten Rahmenbedingungen. Und was es braucht in Schritt 2 ist wirklich der Optimismus, dass sich auch darin etwas Positives entdecken lässt. Schritt Nummer 3 ist das Erkunden. Das Erkunden der eigenen Handlungsspielräume, neue Handlungsspielräume. Was ist möglich, auch wenn die Rahmenbedingungen gerade so eng sind? Was kann ich tun? Was habe ich noch für Möglichkeiten? Und woran habe ich vielleicht noch gar nicht gedacht? Was fällt mir vielleicht Neues ein und was fällt vielleicht den Kindern neu ein? Und da kommen wir schon zu Schritt 4, nämlich zu der Frage, kann ich vielleicht auch Banden bilden? Kann ich vielleicht Netzwerke eingehen? Kann ich in meinem Team unter meinen Kolleginnen Partnerinnen finden oder Partnerinschaften eingehen? Einfach um mich zu verbinden, um mich zu verknüpfen, um neue Ideen zu bekommen, das sogenannte Schwarmwissen. Das alles braucht es auch, um auf neue kreative Lösungen zu kommen. Denn wenn ich immer noch in dem Alten verhaftet bleibe, komme ich natürlich nicht in diesem Modus, dass ich mir neue Sachen ausdenke oder dass ich auch überlege, was kann ich denn jetzt trotzdem noch mit dem tun, womit ich jeden Tag umgehe, womit ich jeden Tag hantiere. Und Sie sehen, das, was ich gerade angesprochen habe, das ist natürlich nichts anderes als Resilienzschlüsselfaktoren. Das heißt, diese MacGyver-Strategie, von der ich die ganze Zeit spreche, ist, wenn wir das wieder ins Fachliche zurücktransferieren, wenn wir also gucken, was hat das mit pädagogischer Fachlichkeit zu tun, das sind die Resilienzfaktoren, von der die amerikanische Psychologenvereinigung APA auch immer spricht. Und zu überlegen, diese Herangehensweise, optimistisch sein, anerkennen, dass Situationen so sind, wie sie sind, das nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die Kinder zu übertragen, also nicht nur zu überlegen, welche kreativen Lösungen kann ich mir jetzt überlegen, sondern auch Kinder dabei zu begleiten, zu sagen, ich weiß, dass das blöd ist, aber schau mal, es hat auch seine Vorteile oder guck mal, was wir damit machen können. Also Kinder auch begleiten dabei, optimistisch zu sein, in die Zukunft zu schauen, handlungsaktiv zu bleiben. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Wiederankommen in der Kita. Ich setze mal das Wiederankommen in Klammern, aber in dem Ankommen in der Kita das Vertrauen darauf zu haben, dass es ein guter Tag wird. Und auch wenn es schwierig ist, es wird ein guter Tag werden. Und nun schauen wir etwas konkreter auf diese Kindergruppen, auf diese beiden
unterschiedlichen Kindergruppen, über die ich eingangs schon gesprochen habe. Also einmal über die Kinder, die wirklich lange zu Hause waren. Was brauchen denn die von uns? Und was brauchen die Kinder, die tatsächlich den Großteil der Zeit in der Einrichtung waren, die in der Notbetreuung waren? Und links sehen Sie die Kinder, die lange zu Hause waren. Die brauchen Eingewöhnung. Die brauchen eine längere Eingewöhnung. Die brauchen, dass wir sie ankommen lassen. Und sie brauchen feste Bezugspersonen, einen Rahmen, in dem sie sich sicher und geborgen fühlen und an dem sie gut anknüpfen können, wie ein Anker bei stürmischer See. Der Faktor, der dabei natürlich eine Rolle spielt, ist Zeit. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich lachen vor Ihren Bildschirmen und vor Ihren Geräten, weil Sie sagen, ha, das ist genau das, was wir normalerweise nicht haben in der Einrichtung, Zeit. Und ich sage Ihnen hier erstmal nur, was es braucht, damit Kinder, die vielleicht jetzt Schwierigkeiten haben im Ankommen, trotzdem gut eingewöhnt werden können und trotzdem gut starten können. Ganz am Ende verspreche ich Ihnen, werden wir nochmal auf den Realitätscheck gucken und überlegen, kann das, was die Frau Kunert hier vorschlägt, überhaupt so gelingen? Ist das überhaupt möglich? Aber ich will Ihnen das trotzdem erstmal mit auf den Weg geben, denn da finden sich strukturelle Möglichkeiten, auch an der einen oder anderen Stelle den Kindern mehr Zeiten einzuräumen. Und wenn wir auf die Kinder gucken, die jetzt die ganze Zeit aber da waren, die einen Großteil der Zeit eben doch in der Notbetreuung der Kitas begleitet worden sind, dann ist es ganz wichtig, dass wir die Kinder dabei begleiten, dass sie Rücksicht nehmen ein bisschen, dass sie auch Empathie entwickeln, insbesondere auch für die Kinder, die nicht so lange nicht da waren. Und auch hier braucht es Zeit. Das heißt, die einen Kinder brauchen Zeit, um anzukommen und die anderen Kinder brauchen Zeit, um diese Kinder auch ankommen zu lassen. Ja, und da Rücksicht zu nehmen und nicht einfach drauf los zu machen. Dieses vorsichtige Ankommen übrigens, das kennen Sie wahrscheinlich, das nennt man prolongiertes Ankommen. Also prolongiert heißt eigentlich so etwas wie etwas verlängern oder ausdehnen. Und im Sinne der Eingewöhnung und auch mit Blick auf diese Übergänge, auf diese Transition, ja, wenn die Kinder jetzt so lange zu Hause waren, ist es ja wie ein neuer Übergang, dann bedeutet dieses prolongierte Ankommen, dass die Kinder längere Ablösungsprozesse brauchen, dass das eingeplant werden muss und vorher auch mit den Eltern besprochen werden muss. Dass es nicht funktioniert, einfach zu sagen, ach, du warst jetzt mehrere Monate zu Hause, kein Problem, jetzt kommst du wieder, jetzt machen wir einfach gleich weiter. So einfach funktioniert es bei nicht allen Kindern. Und umso wichtiger also, deswegen Eingewöhnung 4.0, dass Sie all diese Eingewöhnungsmodelle, die Sie wahrscheinlich kennen, sowohl das Berliner als auch das Münchner Eingewöhnungsmodell und auch die sich daraus entwickelten neuen Eingewöhnungsmodelle, dass Sie die im Hinterkopf behalten, aber auch differenziert und einzeln auf die Kinder gucken, individuell auf die Kinder gucken und wirklich schauen, was die Kinder brauchen. Es gibt nämlich sehr wohl auch Kinder, die selber gar kein prolongiertes Ankommen brauchen und wollen, sondern die sich mit allem, was sie haben, mit Körper, Geist und absoluter Freude in diesen Kita-Alltag stürzen, als wären sie nie weg gewesen. Denn diese Kinder gibt es auch. Ich verweise jetzt nochmal auf den Vortrag von Professor Dr. Harald Reyer, den sie da gehalten hat bei der NIFBE-Vortragsreihe. Denn sie hat in diesem Vortrag so wunderbar gesagt, dass es Fachkräften gelingen muss, eine positive, warmherzige Bindung zu den Kindern aufzubauen. Und das muss auch unter Corona-Bedingungen gewährleistet sein. Das müssen wir gut hinkriegen. Und weil die Rahmenbedingungen im Moment enger sind, heißt das, wir müssen dem Ganzen mehr Zeit geben. Und das wiederum braucht eine Rückmeldung an die Eltern, damit sie einfach wissen, was auf sie zukommt. Ich habe Ihnen noch ein Zitat mitgebracht von der Rebecca Behrendt. Rebecca Behrendt hat ein Buch geschrieben, unter anderem auch zu Eingewöhnung in der Kita. Und sie hat unter anderem beim Kita-Online-Kongress letzten Jahres einen Vortrag gehalten. Da ging es auch um die Frage, wie können denn Kinder jetzt gut in der Kita ankommen? Und sie hat gesagt, die Gefahr besteht jetzt, wenn die Kinder, einzelne Kinder denn nun wieder zurückkommen in die Einrichtung, dass wir sie schnell überfordern mit solchen Sätzen wie, ach, du kennst doch den Kindergarten, du warst doch schon mal hier, ach schau mal, die anderen Kinder spielen doch alle auch und mach doch einfach mit, ist doch alles so wie immer. Und das stimmt natürlich auch nicht. Es ist natürlich nicht alles wie immer für die Kinder, sondern
Sie waren in einer Situation, wo sie auch viel abhängiger waren von Erwachsenen. Das muss man sagen. Die ganze Corona-Situation war für Kinder ganz anders in der Wahrnehmung als für Erwachsene, weil sie in viel stärkerem Maße abhängig von unseren Entscheidungen waren, als wir das von anderen Entscheidungen. Und dass viele Konzepte von Partizipation und Beteiligung nicht in dem Maße stattgefunden haben, wie das noch vor Corona der Fall war. Und es gibt auch Kinder, die jetzt besonders unsicher sind, die ängstlich sind und die diese Trennung von den Eltern als sehr schmerzhaft empfinden, als unangenehm. Und dass es für sie, für diese Kinder dann keine große Rolle spielt, dass sie schon mal in der Kita waren, sondern sie erleben diesen Schmerz und diese Trennung von den Eltern jetzt, in diesem Moment. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir die Kinder ernst nehmen in ihren Bedürfnissen, dass wir sie in ihren Gefühlen ernst nehmen und auch das an die Familien rückmelden und sagen, wir nehmen das bei den Kindern sehr ernst. Wir wollen, dass es den Kindern hier gut geht. Also lasst uns dem Ganzen etwas mehr Zeit geben. Lieber langsamer und entschleunigter als zu schnell. Und die Kinder haben dann große Mühe. Ich mache einen kurzen Exkurs mit Ihnen. Nämlich, wir schauen jetzt nochmal in das Themenfeld Nähe und Distanz hinein. Nähe und Distanz gestalten und auch mal aushalten. Und das waren so Rückmeldungen von Kolleginnen, die mir geschrieben haben, die uns E-Mails geschrieben haben im Institut und die gesagt haben, wie kann ich denn bei 1,50 Meter Abstand überhaupt noch eine Bindung zu Kindern aufbauen? Kinder brauchen doch Nähe. Kinder müssen doch ganz nah an mir dran sein. Kinder brauchen doch Körper. Da bin ich sehr ambivalent und zwiegespalten, weil wir uns schon auch lange vor Corona, lange vor der Covid-19-Pandemie in einem Spannungsfeld befanden, was immer schon die Ambivalenz darstellte, zwischen Nähe und Distanz entscheiden zu müssen. Es war schon immer schwer für uns Fachkräfte von jeher zu entscheiden, wie viel Nähe braucht ein Kind und wie viel Distanz. Und es war sicherlich auch immer schon so, dass sie mit Kindern umgegangen sind und Umgang mit Kindern hatten, die das Bedürfnis nach weniger Nähe hatten. Und trotzdem ist es ihnen mit Sicherheit gelungen, zu auch diesen Kindern eine Beziehung und eine Bindung aufzubauen. Denn wir müssen ganz klar haben, nicht alle Kinder brauchen ganz viel körperliche Nähe. Das würde die Idee von Inklusion und von Diversität massiv in Frage stellen. Sondern es ist so, dass Menschen sehr unterschiedliche Bedürfnisse nach Nähe und Distanz haben und dass es sehr wohl gelingen kann, auch zu Menschen Nähe aufzubauen, selbst auf 1,50 Meter Abstand. Ich verweise auf Pierre Bourdieu, auf den Soziologen aus Frankreich, der unter anderem in seinem Buch etwas geschrieben hat über die performative Magie von Sprache, dass wir mittels Sprache und unseren Körper auch auf die Distanz so magisch wirken können, so anregend, so beziehungsaufbauend, dass es uns auch gelingen kann, Beziehungen zu Menschen aufzubauen oder sie auch abzubauen. Das muss man an der Stelle auch sagen. Nun gibt es noch eine Besonderheit, nämlich zu den Jüngsten. Denn wir müssen natürlich den Bereich, den U3-Bereich, nochmal gezielter angucken. Und die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin hat jetzt Anfang März eine Stellungnahme geschrieben, wo sie nochmal darauf hinweisen, dass sie eine besondere Herausforderung in der Umsetzung dieser Aha-Regeln sehen, wenn mit Klein- und Kleinstkindern umgegangen wird. Denn da gibt es tatsächlich eine besondere Einschränkung, denn diese Kinder sind körpernäher, weil sie jünger sind. Wir haben hier viel mehr pflegerische Maßnahmen, ja, weil wir wickeln müssen, weil wir an den Kindern dran sind. Und hier ist es natürlich ungleich schwieriger, Kompromisslösungen für die Fachkräfte zu finden und die umzusetzen, die diese Hygieneregeln tatsächlich auch berücksichtigen und die sowohl der Pandemie gerecht werden, als auch dem Bedürfnis der Kinder, Beziehung und Bindung aufzubauen. Hier sind die Betreuungskräfte sehr stark gefordert, diesen Spagat hinzubekommen zwischen pädagogischen Vorstellungen und Erfordernissen innerhalb dieses Infektionsschutzgesetzes. Und auch da komme ich wieder mit meiner MacGyver-Strategie. Auch hier gibt es kein Patentrezept, sondern hier müssen wir auch bei den einzelnen Kindern gucken, wie wir mit den Kindern umgehen können.
und wie wir das mit den Kindern gut leisten können. Ja? Weil immer wieder Fachkräfte sagen, für die Kinder ist es ganz dramatisch, die Maske zu sehen. Und ich glaube, dass das wissen wir aktuell noch gar nicht so genau, um wirklich abschließend sagen zu können, es ist für die Kinder ganz schlimm und die Kinder leiden sehr darunter. Denn in erster Linie sind es wir, die darunter leiden, dass der Teil unseres Gesichtes nicht mehr gesehen wird. Aber Sie sehen ja auch anhand meiner Mimik und Gestik, dass wir sehr, sehr viel transportieren, selbst wenn der Mund nicht zu sehen ist. Und dass es da Zwischenschritte und Möglichkeiten gibt, trotzdem gut mit den Kindern im Kontakt zu sein. Wir haben im Institut schon letztes Jahr eine Checkliste entwickelt, die basiert auf Ideen von Kolleginnen aus Österreich, aus Wien übrigens, die sich überlegt haben, was könnten denn pädagogische Ideen sein, wenn die Kitas wieder öffnen, wenn Kinder wieder ankommen. Und ich betone nochmal, ich weiß, dass nicht alle Kitas geschlossen waren und alle Gruppen. Aber wie können wir es einzelnen Kindern leichter machen? Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie vorher im Team auch darüber sprechen, welche Kinder kommen denn jetzt zurück? Wie können wir das gut gestalten und auch gut in den Kita-Alltag, in die Struktur einbinden, dass die Kinder gut ankommen können? Dann lohnt es sich, vorbereitende Gespräche zu führen, auch mit dem Kind. Ruhig mal anrufen und mal das Kind an die Strippe holen, wie man früher sagte, um mal zu fragen, hey, du kommst ja nächste Woche wieder, wie sieht es aus, wie geht es dir dabei? Nun, wenn Sie sagen, ha, das hätte ich vor 2, 3 Wochen gebraucht. Wir haben heute den 16. März, die Kinder sind ja alle wieder da. Ich gehe davon aus, dass immer noch wieder auch Kinder nach Hause gehen werden, dass immer noch wieder auch wir im Sinne, in dieser Rahmung des Infektionsgeschehens immer wieder auch noch Kinder haben werden, die wieder zu Hause sind und wieder zurückkommen. Und vielleicht ist es trotzdem ganz gut, dass Sie zumindest Punkt 3 und 4 mal mit den Kindern sich anschauen, nämlich auch mal mit den Kindern aufschreiben und sammeln und im Portfolio abheften. Wie war denn die Zeit für dich? Was hast du eigentlich gemacht? Und was wünschst du dir eigentlich für die nächsten Wochen? Um das abzuheften, um das zu sammeln, um auch eine Dokumentation zu haben und um den Kindern vielleicht auch die Chance zu geben, in der Interaktion, im Freispiel oder im Rollenspiel damit umzugehen. Nun mache ich gleich ein Aber. Obwohl das wahrscheinlich viele von Ihnen gar nicht mögen werden. Aber Kita-Alltag sollte nicht nur geprägt sein vom Fokus auf die Pandemie und sollte nicht nur thematisch auf diesen Coronavirus ausgerichtet sein, sondern machen Sie ruhig mit den Kindern auch genau das, was Sie üblicherweise auch ohne Corona mit den Kindern bearbeiten würden, welche Themen für die Kinder relevant sind. Docken Sie trotzdem an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder an und machen Sie das Corona-Thema nicht noch größer, als es doch gesamtgesellschaftlich ohnehin schon ist. Wie können wir dabei die Eltern unterstützen? Denn auch mit Abstand, auch wenn Eltern zum Teil die Kitas immer noch nicht betreten dürfen, zum Teil das Kita-Gelände gar nicht betreten dürfen, ich bin hier immer sehr differenziert, weil das sehr unterschiedlich ist in den Einrichtungen. Aber stellen Sie trotzdem Beziehungen her, fragen Sie nach und bieten Sie Unterstützung an. Haben Sie Verständnis, wenn Familien dünnhäutiger sind? Und da kann ich Ihnen nur sagen, auch als Mutter, ich bin auch wahnsinnig dünnhäutig geworden. Wenn jemand sagt, dass ich was als Mutter nicht gut gemacht habe, könnte ich in Tränen ausbrechen, weil ich jeden Tag denke, ich versuch's und ich mache das Beste, was ich kann. Mehr geht gerade nicht. Für mich wie so nach dem Dauerlauf. Ich bin schon total aus der Puste. Ich habe versucht, den Marathon zu laufen und bin im Sprint gestartet. So fühlt sich das aktuell an. Und wenn Eltern Fehler machen, wenn sie Schwierigkeiten haben in der Alltagsorganisation, haben sie Verständnis dafür und drücken sie vielleicht auch das ein oder andere Hühnerauge mal zu. Mir hat eine Kollegin aus Hildesheim ein ganz tolles Bild mit auf den Weg gegeben. Christina Gerlach-Sophien, danke für dieses Zitat, denn sie hat gesagt, die goldene Brille aufsetzen den Eltern und Familien gegenüber. Und das hilft dann auch, den ein oder anderen Fauxpas auch mal hinten runterfallen lassen zu können. Ich habe Ihnen ja eingangs gesagt,
Wir gucken auch aufs Team. Wir gucken auch, was das Wiederankommen eigentlich für das, die ganze Struktur Kita bedeutet. Was es für ein ganzes Team und für ein ganzes Netzwerk bedeutet. Und Sie werden sicherlich diese Formulierung schon das ein oder andere Mal gehört haben, dass nämlich die Covid-19-Pandemie wie ein Brennglas auf sowieso schon teaminterne Probleme und Konflikte gewirkt hat. Das heißt, wir haben natürlich gerade auch durch diese Pandemie noch mal gesehen, wo brennt es vielleicht in dem einen oder anderen Team, wo gibt es vielleicht Missverständnisse, die schon längst hätten aus dem Weg geräumt werden können und die jetzt natürlich massiv nach oben ploppen. Und daraus ableitend ist es also ganz wichtig, wenn wir über das Wiederankommen in den Kitas sprechen, darüber, dass Kinder jetzt wieder zurückkommen, dass wir auch thematisieren müssen, wie regeln wir das im Team. Und das braucht verstärkte Absprachen und gute Kommunikation untereinander. Und auch die Rückmeldung, was lief vielleicht in den letzten Monaten nicht so gut, wo gab es sogenannte Missverständnisse, die sich jetzt besser schnell mal aus dem Weg schaffen lassen sollten. Denn nur wenn wir gut miteinander in Kontakt sind und wenn wir auch wieder solidarisch miteinander sind, wenn wir nicht sagen, oh, die Kollegin XY, die war ja zu Hause und hat nur so getan, als wäre sie Risikogruppe. Also wenn wir aufhören zu unterstellen, wenn wir wieder gemeinsam im Team arbeiten, dann ist es möglich, dass wir überhaupt über solche Gestaltungen im Alltag sprechen können, wie eine Einraumstrategie, zu sagen, unter den pandemischen Bedingungen können die Kinder nicht so viel in Kontakt kommen, da sind wir eben alle in einem Raum, aber kann ich mir mal das ein oder andere Buch von dir ausleihen? Ich habe das leider nicht, oder könnte ich mal gucken, wir haben im Moment das Projekt Baby, könnte ich mir ein paar Puppen von dir ausleihen? Und das alles braucht natürlich Kommunikation von Ihnen untereinander im Team. Dasselbe gilt für das sogenannte, diese Parzellierung der Spielareale. Also soll heißen, auch wenn Sie im Außengelände sind und gucken, dass die Kinder nicht so viel miteinander in Kontakt kommen, auch da müssen Sie viel miteinander sprechen und im Kontakt miteinander sein. Und das können Sie nur, wenn Sie gucken, dass Sie etwaige Konflikte, die sich aufgrund der Pandemie und zum Teil der Schließung ergeben haben, dass sie die aus dem Weg schaffen. Ähnliches gilt auch für das Hygienekonzept, dass sie erarbeiten, bestenfalls übrigens mit den Kindern, deswegen partizipatorische Bedingungen. Denn wir sollten nicht vergessen, dass Kinder auch tolle Ideen haben, wie man Sachen umsetzen kann. Und nun zum Abschluss habe ich Ihnen ein Zitat von mir selber mitgebracht, etwas, was ich geschrieben hatte letztes Jahr und wo ich immer wieder darauf verweise und sage, es gilt bei diesem Ankommen der Kinder in der Einrichtung nicht nur, es gilt nicht nur rückwärts zu schauen und dieses Rückwärtsschauen den Kindern zu spiegeln, dass wir das Alte vermissen, dass wir diese neuen Veränderungen ablehnen und dass wir uns wünschten, es wäre wieder alles so wie früher. Denn dieses permanente Zurückschauen und dieses permanente kleinteilige Leiden, dass alles ja jetzt gerade nicht so schön ist und früher alles viel, viel besser war, das wird sich auf die gesamte Atmosphäre im Haus, in der Gruppe und auch mit den Kindern niederschlagen, wie so ganz feiner Regen. Und viel wichtiger ist doch, dass wir den Kindern und Familien, aber auch den Kolleginnen, dass wir mit ihnen im Dialog bleiben, dass wir in der Kommunikation bleiben, dass wir zwar über Gefühle und Sorgen und Ängste sprechen, aber dass wir auch über neue Ideen sprechen, dass wir mit den Kindern neue Impulse erarbeiten, dass die Kinder das Gefühl haben, sie sind handlungsaktiv und können was tun, dass wir optimistisch bleiben und dass wir auch neue Sachen wagen, also auch Digitales wagen, dass wir uns auf neue Wege begeben. Und das bedeutet vielleicht auch, dass wir Kita-Praxis, wie sie bis März 2020 existiert hat, jetzt zumindest an einzelnen Stellen neu denken müssen, weil sich so viel verändert hat. Und da zu überlegen, wie kann das gelingen? Wie können wir Portfolios, Dokumentationen, Entwicklungsgespräche vielleicht auch digital führen? Wie können sich Elterngespräche oder beziehungsweise Elternabende auch so gestalten, dass Eltern nicht mehr extra in die Einrichtung kommen müssen, sondern dass das digital passieren kann?
Wie können wir damit umgehen, dass wir mal immer mal wieder auch einzelne Krankheitsherde in den Einrichtungen haben und trotzdem der Betrieb weiterläuft? Wie gehen wir damit um, dass einige Menschen mehr Ängste haben als andere vor Krankheiten, vor Welt, vor Leben und diese Menschen trotzdem gut in unser Leben und in den Alltag mit einbeziehen? Und Sie sehen, ich mache jetzt gerade noch mal den großen Bogen auf. Aber das zeigt nur sehr deutlich, dass wir ganz, ganz viel Potenzial haben, über neue Ideen nachzudenken und uns inspirieren lassen können, auch von den Kindern. Und dass wir ruhig auch mal fragen können, was habt ihr denn eigentlich, als ihr zu Hause wart? Wie war denn das? Was habt ihr gemacht? Woran hattest du besonders viel Spaß? So, das war erstmal mein Input für heute. Ich bin, glaube ich, ganz, ganz ziemlich genau Punkt gelandet auf 17 Uhr, oder? Ziemlich punktgenau, ja, Anne. vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Super Ich bin mir gerne. sicher, es gab für sehr, sehr viele Teilnehmende gute Impulse und vielen Dank für deine Einladung zum Perspektivwechsel auf das Thema. Ich bin mir sicher, es sind sehr viele Ideen in der Runde aufgeploppt. Wir haben im Chat immer noch die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen können. Die werde ich dann gerne an Anne stellen. Es gab einen kleinen Erfahrungsbericht, der auf jeden Fall bestärkt wurde. Vielleicht hast du da ja auch einen Tipp für. Bei 25 Kindern fällt es mir im Moment besonders schwer. Es ist sehr anstrengend nach 11 Wochen Notbetreuung. Da wird nochmal die Umstellung betont zwischen den verschiedenen Situationen. Na, also nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich nehme das wahnsinnig ernst, weil ich merke, dass dieses aus dem Atemsein und diese Erschöpfung auch der Fachkräfte, das nehme ich sehr, sehr stark auch wahr. Auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Und gleichzeitig nehme ich aber auch wahr, dass viele Fachkräfte versuchen, jetzt wieder in so einen alten Kita-Praxis-Modus überzugehen, den sie vor Corona hatten, mit all den Ansprüchen und mit all der Erwartung, wie Kita-Praxis sein soll. Und das leugnet aber, dass wir einen einjährigen Marathon hinter uns haben, der eigentlich bedeutet, dass wir erstmal Luft holen und dass wir erstmal wieder zur Ruhe kommen, anstatt dass wir gleich wieder Vollspeed weitermachen, Dokumentationen führen, mit den Kindern Projekte planen und da einfach auch mal ein bisschen, ich sage das jetzt mal salopp, aber den Mut zur Lücke und auch an sich selber Abstriche zu machen, zu sagen, vielleicht muss ich auch jetzt nicht die 180% Top-Fachkraft sein. Vielleicht kann ich ja auch gerade die 70% Top-Fachkraft sein, weil das Leben im Moment für uns alle sehr, sehr anstrengend ist. Das heißt ja nicht, dass sie eine schlechte Fachkraft sind und dass sie nicht gut arbeiten. Aber Kinder können es sehr gut nachvollziehen, dass sie sagen, oh, im Moment finde ich das auch alles sehr anstrengend. Und da merke ich, ich bin viel müder als sonst und ganz schön platt. Da fällt sogar mir nicht so viel ein. Es gab auch noch einen anderen Bericht im Chat. Unsere Kinder sind seit einer Woche wieder da, alle. Es besteht bei den Kindern ein sehr großer Gesprächsbedarf. Wir können gar nicht allen gerecht werden. Es ist wahnsinnig laut und eng. Es ist für alle eine Umstellung, aber die Freude ist so groß, dass alle wieder zusammen sein können. Das sind ja mehrere Themen. Das eine ist die Lautstärke. Ich bin nun selber auch jemand, der leider Gottes sehr laut ist. Deswegen fällt es mir immer sehr, sehr schwer, Menschen Tipps zu geben, wie das leise gestaltet werden kann mit Kindern. Weil wenn ich mit Kindern gearbeitet habe, haben wir regelmäßig Konfettikanone raus, Diskokugel an und da war richtig Party. Ich bin leider überhaupt keine gute Ratgeberin für leise Settings. Ich weiß, dass aber Lautstärke ein Thema ist, gerade in der Kita. Ich habe auch oft genug Kopfschmerzen gehabt von der Lautstärke. Und ich weiß, dass die Kinder auch sehr gut damit umgehen können, wenn sie einfach sagen, Kinder, also gerade merke ich, ihr freut euch so sehr, boah, ist das laut, können wir ganz kurz 5 Minuten Flüsterpause machen. Das machen wir nur für meine Ohren. Ich weiß, ihr braucht das gar nicht, aber meine Ohren brauchen 5 Minuten Flüsterpause. Ich finde, das sind alles so Strategien, die sie durchaus fahren können und was die Kinder auch verstehen, wenn sie das einfach rückmelden, dass es ihr Bedürfnis ist und nicht so tun, als wäre das von allen das Bedürfnis, sondern sagen, das sind nur meine Ohren, aber meine Ohren brauchen kurz eine Flüsterpause, sonst geht hier heute gar nichts mehr.
Und das andere ist, dass sie sagen, ja, die Kinder freuen sich wahnsinnig. Das sehe ich nämlich auch, dass die Kinder, die umarmen sich, die herzen sich und die freuen sich, endlich mit Kindern zu sein. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wahnsinnig anstrengend für sie zu gucken, wie kriegen wir das gut mit den Kindern geregelt. Und ich sage wieder, vielleicht müssen sie aber auch im Moment keine Kita-Praxis umsetzen, die sie vor Corona mit allen Kindern umgesetzt haben. Sie müssen ja erstmal wieder in so Strukturen, Rituale und in einen Modus finden, der sozusagen getaktet ist mit den Kindern, der sich so eingespielt hat. Ich sage mal, wie so ein, kennen Sie diese Pendel, die man so zieht und die erstmal so richtig ausschlagen? Und es braucht ein bisschen, bis die sich wieder gut in die Balance gebracht haben. Aber geben Sie nicht nur den Kindern Zeit, sondern auch sich selber. Und das finde ich immer ganz wichtig. Wir haben so sehr den Fokus auf die Kinder, dass wir vergessen, dass wir auch Menschen sind und dass wir genau das Gleiche brauchen wie die Kinder auch. Dieses Auspendeln und dieses heute den einen Tag ein bisschen mehr, den anderen Tag ein bisschen davon weniger. Und dann pendelt sich das ein und seien Sie fehlerfreundlich mit sich selber. Dann ist es gerade nicht 180% Top-Kita. Ich sage Ihnen und verspreche Ihnen, die Kinder freuen sich sowieso, dass sie da sind, egal wie viel sie mit denen machen, weil die sich freuen, ihre Freunde zu haben. Und die Eltern freuen sich, dass die Kinder in der Kita sind. Selbst wenn sie kein Baumprojekt machen, ist okay. Einfach das Tempo ein bisschen anpassen. Ja. Wir hatten gerade noch mal den Hinweis, dass dieses Hin und Her sehr, sehr anstrengend ist. Also, dass alle dürfen kommen, dann gibt es wieder Notbetreuung. Ja. Was machen wir, wenn immer wieder geschlossen wird? Ja, also erstmal können Sie nicht viel machen, weil das sind ja politische Entscheidungen. Das meine ich ja ganz eingangs. Äußert mich jetzt gerade mal für den Moment vielleicht nicht politisch dazu. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist ja diese sogenannte Flexibilität und diese Toleranz, damit einen Umgang zu finden, ist ja beinhaltet in diesem Konzept von Resilienz. Anzuerkennen, dass es Situationen gibt, die Sie nicht ändern können. Sofern Sie nicht politische Entscheidungsträgerin sind, also die Person, die das gefragt hat, das weiß ich nicht genau, aber sofern Sie nicht politische Entscheidungsträgerin sind, würde ich sagen, können Sie erstmal an dieser Situation nicht viel ändern, sondern Sie müssen A, für sich selber einen Umgang finden, das auszuhalten. Ich weiß nicht, ob Sie das kommt ja eigentlich aus der Organisationsentwicklung zu sagen, love it, change it or leave it. Ich will auf gar keinen Fall, dass Sie die Kitas verlassen, das meine ich damit nicht. Aber selber nochmal für sich zu gucken, wenn Sie das so anstrengend finden und wenn es für Sie so schwer ist auszuhalten, vielleicht können Sie an einzelnen Stellen auch ein bisschen was verändern. Vielleicht können Sie ja innerhalb der Struktur Ihrer Einrichtung auch gucken, was ist denn aber bei allen Schließungen trotzdem beständiger Teil. Und sei es, ich habe eine Kita, mit denen ich arbeite, da gibt es drei Kollegen, die rufen sich jeden Tag an, wenn sie sich nicht in der Kita treffen, um jeden Tag trotzdem also werktags, um trotzdem diesen Moment des gemeinsamen Starts zu haben, um Rituale beizubehalten, selbst wenn Kitas geschlossen werden, um sich selber eine Struktur zu geben. Also das sind ja so ganz, ganz kleine Hilfsmittel, die die Kollegen für sich finden, die interessanterweise häufig erstmal gar nichts mit den Kindern zu tun haben, sondern mit einer eigenen Stabilisierung und mit einer eigenen Struktur, damit wir mit den Kindern dann gut arbeiten können. Greift auch ganz gut wieder das Thema Rituale auf, was ja auch in Übergängen besonders wichtig ist. Genau. Ich finde es sehr schön, es kommen eigentlich weniger Fragen im Chat und viel mehr Erfahrungsberichte, aber die möchte ich auch gerne hier in der Runde teilen. Wir lassen die Kinder gerade einfach nur spielen. Sie kommen dadurch entspannt an. Es reicht zu beobachten und das aufzugreifen, was bei den Kindern Thema ist und das dann umzusetzen. Gezielte Angebote von uns als Pädagogen sind gerade Nebensache. Genau. Das würde ich auch so sehen. Jetzt werden wahrscheinlich einige von Ihnen, insbesondere die sich auch sehr um Qualität in den Kitas bemühen, die werden wahrscheinlich die Haare zu Berge stehen und sagen, was sagt denn die Frau Kunert da? Qualität ist total wichtig in der Kindertagesbetreuung. Wir sollen die nicht nur spielen lassen. Ich stimme Ihnen zu. Das ist natürlich total wichtig, auch qualitativ oder beziehungsweise auf die Qualität der Kitas zu gucken und zu sagen, das ist ja kein Modus, den wir in Stein meißeln. Das ist für die erste Zeit des Ankommens, auch für uns. Wir kommen auch wieder neu an in dieser Situation. Und das sind wirklich nur Momente des Ankommens und des Aufeinander-Einspielens.
Familien, die in Patchwork-Konstellationen leben, die kennen das. Die wissen genau, wenn die Kinder von den anderen Elternteilen wiederkommen, die brauchen wie Flugzeuge erstmal so einen halben Tag, einen Tag, um zu landen, um auf dem Rollfeld anzukommen, um in die Flugzeughalle reinzukommen. Und dann sagt man Hallo und umarmt seine Kinder und dann kann es losgehen. Und das ist ein Bild, was sich in meinem Kopf total verankert hat, dass das Bild, dass das Flugzeug landet, die Kinder landen jetzt bei Ihnen auf dem Rollfeld. Lassen Sie auch die Flugzeuge ein bisschen ausrollen, bevor Sie in der Flugzeughalle gleich losstarten mit der nächsten Party. Hier kam nochmal der Hinweis auf angehende ErzieherInnen in Fachschulen. Bei uns kommen gerade auch die angehenden ErzieherInnen in die Fachschulen. Alles, was Sie gesagt haben, trifft also auch auf die Situation des Wiederankommens in der Fachschule zu. Hier eben kam auch nochmal der Hinweis, dass das auch in den Hochschulen und in den Unis gerade Thema ist und da auch ein großer Bedarf an persönlicher Begegnung und Beratung da ist. Ja, deswegen, ich habe ja auch schon gesagt, die Gruppe der Teenager, mal davon ab, dass ich die Teenager zu Hause sitzen habe und natürlich mittendrin bin statt nur dabei, aber die Gruppe der Jugendlichen, die Gruppe der Studierenden, die Gruppe der jungen Erwachsenen wird meines Erachtens, jetzt werde ich doch kurz politisch, ein bisschen zu wenig in den Blick genommen, finde ich, in diesen ganzen Corona-Diskussionen, denn das sind ja tatsächlich, das ist ja das Alter, wo Menschen erfahrungsgemäß in der Abgrenzung sind zu ihren Familien, um selber auch nochmal eigene Identitätsaspekte neu für sich zu finden. Und gleichzeitig wird es den Menschen gerade sehr, sehr schwer gemacht, gerade den jungen Erwachsenen, eigene Identität zu finden, wenn sie permanent bei Mama auf der Couch sitzen müssen. Wie kann man denn die Teams noch gut unterstützen? Also gerade auch mit dem Blick auf neue Fachkräfte und Fachkräfte, die schon länger in der Einrichtung sind. Also grundsätzlich, das, was ich vorhin schon gesagt habe, empfehle ich auch bei den Teams, Rituale einzuführen. So banal das erstmal klingt und wir das immer nur für die Kinder einführen, ist es aber für viele Teams ein Segen, wenn die angefangen haben, Rituale einzuführen und sei es, dass immer pro Woche eine Kollegin sogenannte Host, also Gastgeberin ist und sich dafür verantwortlich fühlt, dass Teamsitzungen stattfinden, gleich ob sie mal in Präsenz oder mal digital stattfinden. Aber eine Person ist zuständig und ist Gastgeberin mit dem vollen Programm und begrüßt alle herzlich und sagt allen herzlich auf Wiedersehen. Und solche Rituale zu entwickeln und zu überlegen, wie können Sie Absprachen, denn Absprachen sind das, was es im Moment ganz, ganz massiv braucht und viel, viel mehr noch als vorher, weil wir so enge Rahmenbedingungen gerade haben, dass Sie Absprachen auch gut transportieren, dass Sie nochmal mit einer analytischen Brille darauf gucken, wie geben Sie Informationen in Ihrem Team weiter, wie holen Sie neue Kolleginnen in bestimmte Verfahren oder Strukturen in Ihrer Einrichtung rein. Und dazu gehört auch, dass Sie, wenn Sie sowieso schon im Kontakt miteinander sind, dass Sie auch ein Ritual dafür entwickeln, dass die Kollegen über ihre eigenen Sorgen und Ängste sprechen können. Denn das ist überhaupt nicht zu bagatellisieren, dass einzelne Kollegen das als eine sehr bedrohliche Situation empfinden und das auch empfinden dürfen und auch empfinden sollen. Und dass es andere Kolleginnen gibt, die sagen, ich schalte das aus, ich gehe arbeiten und denke gar nicht drüber nach. Und wichtig ist, dass auch den Kollegen, die Angst haben und Ängste und Sorgen haben, auch um Familienangehörige, dass die nicht bagatellisiert werden, dass die nicht kleingeredet werden, sondern dass die auch im Team ernst genommen werden, dass ich also auch im Team Kollegen um mich rum habe, die sehr wohl sehen, dass ich im Moment mit ganz anderen Themen beschäftigt bin und mir das Angst macht und ich deswegen nicht ein ängstliches Häschen in der Ecke bin, sondern das ist eine bedrohliche Situation. Wir kennen nicht die Kontexte und Biografien aller Menschen um uns rum und es spielt im Grunde auch keine Rolle, denn jeder hat auch das Recht, Angst zu haben. Ja, Sensibilität im Team und für die Kinder. Ja. Ich sehe gerade, dass im Chat hier gerade noch das Thema mit den Kindern, die jetzt in die Schule kommen, auch gerade noch mal betont wird, dass die Kinder, die im letzten Jahr
Also, dass die Kinder, die während des letzten halben Jahres nicht in der Kita waren, sind jetzt plötzlich die Großen und das letzte Jahr vor der Einschulung in der Kita. Und direkt dazu gab es eben auch noch den Kommentar, dass sie große Sorgen um die Erstklässler haben. Sie hatten keine Chancen, richtig anzukommen zu können in der Schule, im Schulalltag und im Betreuungsalltag. Die Erstklässler befinden sich in einem ganz wichtigen Übergang, der gerade einfach ständig unterbrochen wird. Ich stelle mal eine Rückfrage. Problematisch ist das ja nur, wenn wir Schule als ein sehr starres Konzept betrachten und Bildung. Ich glaube ja, und davon bin ich überzeugt, und das ist ja das, was der Professor Dr. Schulte-Marquardt auch sagt, wir vergessen bei diesem Blick auf Schule und auf die Institution Schule häufig, was die Kinder plötzlich mehr gelernt haben, was sie unter anderen Umständen niemals gelernt hätten. Nicht in dieser Geschwindigkeit. Wir vergessen, dass wir nicht nicht lernen können, sondern dass das, was Kinder, auch gerade die jetzt kurz vor der Schule stehen oder schon in der ersten Klasse sind, die mögen nicht diese Bögen und diese Zettel und diese 1x1 Sachen, wie sie in der Schule unterrichtet werden, die mögen das nicht in dem Format gelernt haben. Aber es ist nicht so, dass die Kinder nichts, gar nichts gelernt hätten in der Zeit und nur gegammelt hätten und Netflix geschaut hätten, sondern diese Kinder haben ungleich andere Sachen gelernt, die sie ihr Leben lang begleiten werden. Wie viele Kinder können plötzlich kochen und backen? Wie viele Kinder können plötzlich mit Langeweile umgehen, weil Eltern sagen mussten, ich kann gerade nicht mit dir spielen, kannst du bitte kurz eine halbe Stunde alleine? Und vorher hatten wir Situationen, wo oft Fachkräfte gesagt haben, die Kinder heutzutage sind immer beschäftigt von den Eltern, die können sich gar nicht mehr langweilen. Und jetzt haben wir plötzlich Kinder, die sehr wohl gelernt haben, sich zu langweilen und selbst aktiv sich Sachen zu überlegen. Und das scheinen wir, finde ich, manchmal ein bisschen aus dem Blick zu verlieren, dass Kinder da sehr, sehr wohl viel gelernt haben. Und ich stelle auch tatsächlich Struktur von Schule in Frage, weil wir natürlich jetzt in Schule nicht so weitermachen können, als wäre nichts gewesen und als wäre nichts passiert. Und ich bin auch ein bisschen erschüttert darüber, wie träge das System Schule ist und wie flexibel das System Kita umgeht. Ich will aber auch hier differenziert drauf gucken, weil es nicht alle Lehrkräfte sind und nicht alle Schulen, weil es gibt unglaublich viele Lehrerinnen und ich habe die bei meinen Kindern auch, die machen einen tollen Job. Und da bin ich heilfroh, dass es die gibt. Es gibt aber auch Lehrkräfte, die ein bisschen starr sind und die ein bisschen mehr Flexibilität und MacGyver ruhig mal für sich nutzen könnten. Das würde den Eltern eine große Entlastung sein, denn Eltern haben Druck, weil sie das Gefühl haben, ihre Kinder haben zu wenig gelernt und das ist nicht der Fall. Die Kinder haben sehr viel gelernt und ich finde, da muss Schule echt ein bisschen ran an die Entwicklung. Ja, das wird auf jeden Fall im Chat bestätigt, dass es sich um ein starres System handelt und dass das aufgelockert werden müsste. Moment, es sind einige Erfahrungsberichte. Die Gewohnheiten ändern sich, alle bisherigen Strukturen werden geändert, neue Rollen werden eingenommen. Die Kinder lernen etwas von den festen Spielkameraden vorübergehend zu lösen, lernen sich selbstständig zu beschäftigen, mit Langeweile umzugehen. Ich finde, das ist eine ausgezeichnete Schulvorbereitung. Ja. Das ist auch die Situation, die du eben beschrieben hast, mit was haben die Kinder denn in dieser Pandemiezeit die ganze Zeit gelernt? Was haben sie denn genau mitgenommen? Ja, und wir sind, wir reden seit Jahren darüber, dass wir nicht nur defizitorientiert drauf gucken und immer nur darauf gucken, ja, und die Eltern, die waren sehr belastet und die Kinder haben, ich weiß, dass der Bundespsychotherapeutenverband, die haben gesagt, ja, die Kinder sind so viel vor elektronischen Geräten und das mag auch alles sein. Und gleichzeitig finde ich das phänomenal, wie diese Kinder sich diese digitale Welt selber erschlossen haben, wie diese Kinder plötzlich meine Kinder zu mir kamen und meine Coaches wurden, wie man in solchen Krisenzeiten flexibel umgeht. Wie oft haben meine Kinder zu mir gesagt, Mama, reg dich doch nicht auf. Es ist so, da findest du schon eine Lösung. Und ich dachte, was für reflektierte, was für schlaue Kinder habe ich eigentlich, die viel leichter damit umgehen und das einfach so nehmen, wie es ist und sich nicht so viel Gedanken machen. Was haben Kinder nicht? Also wie viele Projekte haben manche Lehrkräfte und auch Kitas plötzlich initiiert? Back eine Kuchen, mach eine Torte mit deinen Eltern. Ich habe auch tolle Sachen erlebt in diesem letzten Jahr.
Du klingst auch sehr begeistert, wenn du davon berichtest. Ja, aber nicht, dass es falsch verstanden wird. Ich finde natürlich die ganze Pandemie überhaupt nicht begeisternd. Ich finde sie auch sehr bedrohlich. Ich finde es nur sehr erdrückend und auch für mich selber als Barriere, wenn ich darauf gucke, was alles nicht geht. Das blockiert mich. Und ich weiß im Sinne auch der Resilienz, dass es diesen optimistischen Blick braucht, das absolute Vertrauen darauf, dass es wird alles. Wir werden nur im Moment, wissen wir noch nicht so ganz, was wird. Aber so ist es eben manchmal. Es wurde jetzt schon mehrmals die Frage wiederholt. Ich habe sie noch nicht gestellt, deswegen stelle ich sie jetzt, damit sie auf jeden Fall nicht untergeht. Wo finde ich die Checkliste zum Wiederankommen in der Kita? Ich habe jetzt schon so ein bisschen überlegt. Also eigentlich ist es so, dass wir bei uns auf der Indipad-Plattform, wir haben ja so sogenannte Online-Kurse, Online-Fortbildung und da ist diese Checkliste natürlich ein Teil davon. So, jetzt könnte ich natürlich sagen, in dem Kurs finden Sie das auf jeden Fall, wenn Sie den Kurs kaufen. Gleichzeitig finde ich das aber blöd, weil ich davon erzählt habe und es vorgestellt habe und jetzt sage ich Edge-Batch, Sie Pech gehabt. Ich schlage einfach vor, ich lade das nachher runter und schicke das Valeria und Sandra und die leiten das mit dem Protokoll weiter. Alles klar, dann haben wir das in einem. Genau. Hier wurde nochmal das Thema Kinderschutz aufgegriffen. Ja. Was bedeutet der Kinderschutz beim Wiederankommen und die vielleicht entstandene Kindeswohlgefährdung? Wie gehen wir damit um? Tatsächlich ist es so, ich arbeite ja wirklich viel zum Kinderschutz und ich berate ja vor allen Dingen auch Kommunen, insbesondere auch zum institutionellen Kinderschutz und weiß um die Dimension, wie schwierig viele Situationen für die Kinder auch zu Hause waren, für viele Familien auch waren. Und erstmal braucht es da ein hohes Maß an Sensibilität, weil mir medial es ist schwierig, auch die Anzahl der Frauen in den Frauenhäusern ist immens angestiegen, das wissen wir. Aber wir dürfen nicht in die Sackgasse tappen, dass wir den Eltern unterstellen, ja, das sind Eltern, da wissen wir sowieso, es ist schwierig. Ah ja, da wird 8a stattgefunden haben, sondern wichtig ist, dass sie eine ganz genaue und sensible Brille darauf haben und genau mit den Kindern sprechen und auch genau mit den Eltern sprechen. Und ansonsten, die Verfahrenswege sind Ihnen völlig klar, was passiert bei Kindeswohlgefährdung. Da wissen Sie, was Sie machen können. Seien Sie aufmerksam, gucken Sie genau hin, aber bleiben Sie bitte mit den Eltern im Dialog und fragen Sie nach, bevor Sie in die Sackgasse tappen und unterstellen. Ich sage das immer mit so einem vorsichtigen, weil mir das selber ja auch passiert, dass ich manchmal schnell in die Sackgasse tappe zu unterstellen und nicht nochmal nachgefragt zu haben. Fragen Sie manchmal nach, weil ich kenne auch aus meiner eigenen Praxis Situationen, wo Kinder sich geäußert haben, ich habe das falsch verstanden, weil es von den Kindern fragmentarisch wiedergegeben wurde. Und dann bin ich viel zu impulsiv zu den Eltern gegangen und es ist eher eskaliert als dass ich wirklich verstanden habe, was passiert ist. Und deswegen ist mein Tipp, wenn Sie sich Sorgen machen, dass Kinder wirklich einer Kindeswohlgefährdung ausgesetzt waren, beobachten Sie, dokumentieren Sie bitte genau und gehen Sie mit den Eltern in Kontakt. Fragen Sie nach. Ja. Das Thema mit den vulnerablen Kindern und auch mit den Familien, hattest du ja vorhin auch schon im Vortrag benannt, da war auf jeden Fall auch nochmal hier der Hinweis, dass diese Familien besondere Aufmerksamkeit brauchen. Ja. Es wurde auch nochmal gefragt, wie dann mit Kindern umgegangen wird, die länger bei der Eingewöhnung brauchen, die Schwierigkeiten haben, bei der Eingewöhnung wieder anzukommen in der Einrichtung. Jetzt könnte ich es mir einfach machen. Ich könnte Ihnen sagen, geben Sie den Kindern Zeit. Dann werden sie sagen, habe ich aber nicht. Und dann sind wir im klassischen Ping-Pong, das wir auch schon vor Corona in zahlreichen Fortbildungen immer mal wieder hatten. Ich glaube, in erster Linie braucht es ein Verständnis überhaupt erstmal von uns als Fachkräften, dass wir mit Kindern zu tun haben werden. Die werden jetzt noch mal länger brauchen, um wieder anzukommen. Und den Hinweis, den ich vorhin gegeben habe, einfach solche Formulierungen zu vermeiden, wie du warst doch schon mal hier, du kennst dich doch hier aus, da sind doch deine Freunde.
da ist immer der Subtext hinter, nun stell dich mal nicht so an, das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Und da ein bisschen respektvoller zu sein den Kindern gegenüber, ein bisschen empathischer und schon allein auf solche Formulierungen zu verzichten. Ich lese jetzt gerade im Chat, Übergänge kosten Geld, das weiß ich. Aber bestimmte Formulierungen wegzulassen, kostet erstmal kein Geld. Das weiß ich genau. Und einfach zu gucken, dass sie den Kindern diese Zeit des Ankommens auch gönnen und es nicht als Strafe sehen, sondern den Kindern auch zu gönnen, nochmal zu weinen und nochmal diese Zeit zu vermissen, die sie vielleicht auch mit den Eltern hatten. Denn es war ja auch nicht für alle Kinder total schlimm. Es gibt auch viele Kinder, die fanden es toll, mit den Eltern im Bett kuscheln. Mama hat die Jogginghose den ganzen Tag an. Ich kann immer auf Mamas Schoß kriechen, wenn mir gerade ist. Und jetzt muss ich wieder in die Kita. Naja. Und da den Kindern auch zu gönnen, dass das sind Übergänge und die brauchen von uns hin und wieder weniger Kommentierung als mehr ein bisschen mehr Trost und ein bisschen mehr Gefühl. So, und das ist bestimmt eine Antwort, die etwas zu platt ist, weil sie sagen, es ist aber mit 25 Kindern in einer Gruppe nicht so einfach, mehr Gefühl zu haben und Kommentare wegzulassen, das weiß ich auch. Aber ich kann mich erinnern, dass solche Impulse, also wirklich diese Formulierung, da sind doch deine Freunde, die sind mir, ich glaube, bestimmt 100 Mal auch aus dem Mund gerutscht, bis mich jemand darauf hingewiesen hat, dass das aber, wenn man traurig ist, gerade auch gar nicht hilft. Ratschläge sind auch Schläge. Ja, Anne, vielen, vielen Dank für deine Anregungen. Ich würde jetzt gerne meine Kollegin wieder mit zu uns in die Runde holen. Ja, sehr gerne. Sandra ist bereit. Genau, ich habe aufgepasst auf den Stichwort gewartet. Genau, super. Und Johann hat auch super aufgepasst und uns gleich jetzt auch in die Dreierkonstellation gestellt. Also, ja, ich fand das auch nochmal sehr, sehr spannend und habe mir so ein paar Stichworte hier zum abschließenden Rundumblick aufgeschrieben. Und es zeigt sich einfach nochmal, Kinderschutz bleibt einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema in dieser Zeit. In jeder Zeit muss Kinderschutz ganz, ganz oben stehen. Und da flexibel zu sein, ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig. Und ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben, eben Zeit schenken, die Kinder spielen lassen, weil Spielen ist eigentlich einfach so unglaublich wichtig. Und auch nochmal Beziehung, Beziehung, Beziehung. Nicht nur zu den Kindern, sondern eben auch zu den Eltern, um im Rückkehrschluss, auch gerade wenn es nochmal bedrohliche oder besorgniserregende Situationen gibt, da auch im Gespräch bleiben zu können. Ja, und im Chat habe ich auch nochmal ganz, ganz viel gelesen dazu. Anne, wie begeistert du auch rüberkommst, das finden wir auch und dafür ganz herzlichen Dank. Alle haben sich auch sehr bei dir bedankt nochmal, dass du so positiv bist und dass du einfach auch Mut machst mit dem, was du hier eingebracht hast. Und ja, ich glaube, da sind wir von unserem NIFPE-Team natürlich auch ganz, ganz glücklich drüber, wenn wir heute mit dir hier ein bisschen Mut in dieser doch sehr schwierigen Zeit auch machen können. Und ja, wir haben noch zwei kleine Folien zum Abschluss, die ich nur ganz kurz nochmal, auf die ich ganz kurz nur nochmal eingehen möchte, denn es gibt auch wieder eine Befragung, in der wir Sie bitten, nochmal zu uns auf drei kleine Antworten, Fragen zu antworten, wie es Ihnen heute gefallen hat, denn das ist für uns ja einfach auch nochmal ganz wichtig. Johann, vielleicht magst du die beiden letzten Folien nochmal kurz einblenden. Ansonsten, ich glaube, ich kann das auch kurz in den Chat eben einmal stellen. Nee, das müsste doch eben schnell einmal Johann machen. Für die Hinweise, die Sie uns in den Chat geschrieben haben, die wir jetzt leider nicht mehr in unserer Zeit hier platzieren konnten, gibt es auch noch die Möglichkeit, in unserem Forum das Thema weiter zu teilen und weiter Ihre Fragen zu stellen und auch noch Ihre Erfahrungsberichte zu teilen. Genau. Ganz kurze Sache zu, so ein bisschen habe ich den Chat mit meinem Chamäleonblick im Blick gehabt. Diejenigen von Ihnen, die gefragt haben, können wir Sie mal anschreiben, Frau Kunert? Ja, Sie können mich immer alle anschreiben. Manchmal dauert das 2 Tage, bis ich antworte. Das liegt dann daran, dass ich in so Veranstaltungen sitze. Und wenn Sie noch wissen wollen, wo ich noch Vorträge halte und so weiter und so fort, schreiben Sie auch einfach mal, beziehungsweise gucken Sie mal bei uns auf der Website von IndiePad. Wir werden jetzt auch regelmäßig Veranstaltungen machen. So. Fertig. Ah, super. Und jetzt sehe ich auch die PowerPoint. Klasse.
Genau, da finden Sie ja auch nochmal den Link zur Befragung gleich auf der nächsten Folie. Und hier ist nochmal die nächste Veranstaltung in unserer Zoom-Reihe vorgeschlagen, die mit Elke Alsago stattfinden wird, die, glaube ich, auch nochmal einem ganz, ganz wichtigen Thema nachgeht. Und alle weiteren Informationen finden Sie natürlich auch auf unserer NIFBO-Homepage, wo Sie im Forum auch über diesen Vortrag heute nochmal diskutieren können und aber auch alle weiteren Zoom-Vorträge finden und sich anmelden können. Wir freuen uns auf jeden Fall immer riesig über das große Interesse und auch über Ihre positiven Rückmeldungen hier im Chat, die ja in erster Linie auch Anne gelten. Herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie heute da waren und natürlich auch an dich, Anne, an dich, Valeria und auch an Johann, dass heute alles so gut mit uns zusammengeklappt hat. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und freuen uns aufs Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen Tschüss. Abend noch. Und danke dir auch, Sandra. Gerne. Danke euch.